Hallo und willkommen zurück bei StarCraft. Wir starten machen weiter mit der nächsten Mission. Seitenwechsel, Protoss Kommandoschiff. Exekutor, indem ihr Tassada gefolgt seid und versucht habt, den dunklen Templer zu retten, habt ihr euch offen gegen den Willen der Konklave gestellt. Sagt euch nun von diesem wahnsinnigen Plan los und die Konklave wird möglicherweise Gnade vor Recht ergehen lassen. Lasst es nicht zu, dass er euch kontrolliert, Exekutor. Die Judikatoren steuern die Aktionen der Templer schon seit langer Zeit nur zu ihren ureigenen Zielen. Es wird Zeit, dass wir selbstständig handeln. Tassada, so weit seid ihr bereits gesunken? Der Gedanke schmerzt, dass ihr einst unsere größte Hoffnung, unser am innigsten geliebter Sohn wart. Jetzt seid ihr das genaue Gegenteil von dem, was wir sind. Ihr seid für uns verloren. Nicht nur habt ihr euch selbst der Verdammnis preisgegeben, ihr habt auch jene der Verdammnis anheimgeschickt, die euch folgten. Das ist der Preis für die Rettung unserer Spezies, Judikator. Ich habe die letzten Monate zusammen mit den dunklen Templern hier zugebracht. Während ich ihnen beim Kampf gegen die Zerg half, erfuhr ich von ihrem Prälaten Zeratul viele ihrer Geheimnisse. Es sieht so aus, als flössen die Energien, die den dunklen Templern ihre Macht verleihen, auch in den Adern des Overminds und seiner Zerebraten. Dieselben Zerebraten, von denen ihr behauptet habt, wir könnten sie vernichten. Euer Rat war wertlos, denn die Kreatur wurde vor unseren Augen wieder zum Leben erweckt. Unglücklicherweise ja. Euer Angriff auf den Zerebraten versagte, da eure Energien keine Wirkung haben, wenn sie direkt gegen den Overmind und seine Zerebraten gerichtet sind. Nur die Macht der dunklen Templer kann den Zerg wirklich schaden. Darum müssen wir Zeratul retten und mit ihm nach Ajur zurückkehren. Ihr wurdet gewarnt, Exekutor. Die Konklave wird nicht sehr erfreut sein. Das erinnert mich ein bisschen an die Menschenkampagne und der Konföderation, da war ja am Anfang auch so. Okay, wir haben einen Transporter, da oben ist der Geysir. Möge mich die Ehre leiten. Wie kann ich behilflich sein? So, da runter müssen wir, okay. Boga hat der gesagt. Ich hab's genau gehört. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hier können wir aber viel mehr Einheiten machen, damit das hier eine durchgehende Linie ist. Okay, hier oben haben wir noch mal ein bisschen was gefunden. Wie kann ich behilflich sein? Ihr habt nicht genügend. Oh, wir können auch eine Roboterfabrik bauen. Ihr braucht mehr Vespingas. Von wo die wohl angreifen werden? Ich weiß es noch nicht. Aber solange wir Vespingas brauchen, können wir ja mal eine Rundumverteidigung bauen. Schon Gegner. Boah, das sind aber viele. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Sag aber was. Bestätigt. Und so ein bisschen Befürchtung, dass sie hier so hinkommen würden. Aber wohl hauptsächlich hier. So, ich werde mit denen jetzt mal hier hochgehen. Könnte ja sein, dass hier dann auf dem Boden noch wer chillt. Nee. Okay. Das ist ja interessant. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Dass wir direkt hier nochmal eine Ressourcenquelle haben. Nicht, dass ich ein Problem damit habe. Ich werde hier schützen und hier. Thank you.
Er ist zumindest auch näher dran. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Stimmt mich jetzt nicht unbedingt sicherer, ne, dass hier so viel Mineralien sind. So, die drei werde ich hier noch in den Geysir schicken. Wir werden angegriffen. Vielleicht sollte ich gar nicht hier verteidigen, sondern ich verteidige hier noch und dann hier so. Sieht schon mal gut aus. Ich will hier noch einen hinmachen. Ich hoffe nur nicht, dass die Backdoor, also von hinten kommen.
würde gerne noch einen von denen bauen. Ja, Exekutor. Damit wir wieder auf die Archons gehen können. Templar-Archiv. Kapazität. Schnelleres Shuttle, das machen wir. Weil wir müssen ja rüberbringen. Davon gehen wir nichts, weil wir nutzen nur die Archon-Verbindung. So, ich würde sagen, wir gehen mal mit denen, die irgendwo absetzen, hier auf der anderen Seite oder so. Ist ja gar nichts. Erwarte Instruktionen. Cassate Templare. Cassate Templare. It's a ho. Wir werden angegriffen. So ein paar Scouts bauen. Braucht man ein paar Scouts? Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Hier kann ich auf jeden Fall nicht anlanden. Die Templare, wir brennen. Zera.
Teleportation erfolgreich. Die Kraft ist überwältigend. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Kassa die Templare. Kassa die Templare. Okay, damit hätten wir einen 12er Archon durch. Jetzt müssen wir die nur mal gucken, wie wir die anlanden, ne? Fokus bleibt. Okay. Und wir können jeweils nur zwei reinkriegen. Das heißt, wir brauchen 6 von den Dingern. Cassa di Templare. Cassa di Templare. Teleportation erfolgreich. Während ich natürlich die Schilde für die Hochballer. Wo wir hier denn gut anlanden könnten. Chaos. Beziehungsweise scout mal so ein bisschen den Bereich. So soll es sein. Oh, hier sind überall diese Flugabwehrdinger. So soll es sein. Chaos. Ich brauche die Zeppeline. Wieso sind denn hier Terraner? Wieso sind denn hier Terraner, die feindlich sind? So soll es sein. Was soll denn das? Ort bestätigt. So soll es sein. Aber hier könnte ich anlanden vielleicht. Protoss, Commander. Hier spricht General Edmund Duke der Terranischen Liga-Armada. Sie haben unseren Luftraum verletzt und mit ihrem unbedachten Angriff auf die Zerg Menschenleben in Gefahr gebracht. Ich fordere Sie hiermit auf, Ihre Schiffe sofort zurückzuziehen. Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, werden wir ohne zu zögern das Feuer auf Ihre Schiffe eröffnen. General Duke, ich bin Tassadar. Und ihr seid mir wohl bekannt. Die Großzügigkeit, die ich euch und euren Begleitern in der Vergangenheit angedeihen ließ, scheint ein Fehler gewesen zu sein. Solltet ihr weiterhin euren Kurs beibehalten, werden wir eure läppische Flotte bis auf den letzten Mann zerstören. Ich nehme an, dass das eine Antwort mit feindseligem Unterton war. Eure Krieger bieten wohl nicht länger. So soll es sein. Shit! Ich vernehme euren Ruf. Wir werden angegriffen. Da bin ich natürlich nicht drauf. Ort bestätigt. So soll es sein. Geschlossen. Fokus bleibt. Ich komme.
Was? Ich krieg die weggetankt? Fokus bleibt. Was ist denn da schiefgelaufen? Wir brennen. In Standby. Die Kraft ist überwältigend. Okay. Ich will mich ja nicht beschweren. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Ich brauche auf jeden Fall mehr. Wir werden angegriffen. Gut, dass ich hier Verteidigung gebaut habe. Ich brauche auf jeden Fall mehr Ressourcen. Ich muss Ressourcen finden, dringend. So, einen muss ich noch bauen, dann hätten wir wieder voll. Dann machen wir mit dem 12er hier. Ich weiß nicht, ob ich die platt machen muss. Ich muss auf jeden Fall irgendwo hin, wo Ressourcen sind. Teleportation erfolgreich. Ich werde meine Luftwaffe auch ein bisschen upgraden. Ihr braucht mehr Vespingas. Ja, Schilde will ich auf jeden Fall auf 3 haben. Schilde profitieren alle Protoss von, deshalb. Das ist halt am besten zum Upgraden, aber auch das teuerste. Aber da profitiert ja auch jeder von. Ich finde es zumindest schön, dass das Vespingas unendlich ist. Auch wenn die Ressourcen weniger sind. Schade, dass es das halt nicht gibt mit Dings. Dass es hier dann nicht so einen gibt, wo dann so minimal was rauskommt. Dauert das lang. Kann ich die Geschwindigkeit noch erhöhen? Ist schon auf schnell. Ich weiß gar nicht, ob das hier überhaupt Wirkung hat. Teleportation erfolgreich. Ich will aber nicht, bevor die nicht fertig sind, nicht losziehen. Weil sonst verlieren wir nachher unnötig eine Einheit, weil wir nicht genug Kampfkraft haben. Außerdem können wir so noch die Upgrades erhöhen. Ach shit. Zusätzliche Blinde.
Was jetzt mit den Krebsen kommt, finde ich nicht so geil. Upgrade komplett. Noch zwei. Die Kraft ist überwältigend. Ja, könnte die ja theoretisch schon mal vorbereiten, aber ich habe Schiss, dass die dann abgeschossen werden. Boah, jetzt kommen sie aber alle. Das ist ein Problem, glaube ich. Gut, nicht wenn er so läuft. Scheiße, ich habe bald keine Mineralien mehr. Teleportation erfolgreich. Ich mach mal hier noch einen hin. Wer weiß, was die hier sonst noch anlanden. Upgrade komplett. Hier machen wir. Warte auf Befehle. Haben die gar nicht. Okay, wir safen die Ressourcen. Weil die haben das zwar, aber bringt nichts, weil die haben nur 10 Leben. Also die haben eigentlich nur Schilder. Panzerung brauchen die nicht. Okay. Ort bestätigt. Chaos. Dann suchen wir mal ein Gebiet für unsere nächste. Gucken rein. Chaos. Für die nächste so Basis. Soll es sein. Gucken rein. Ort bestätigt. So soll es sein. So soll es sein. Ich schätze mal, ich hole mal die Archons, um hier anzulanden. Die Versorgungsdepots. So soll es sein. Chaos. Bringen mir, glaube ich, nichts. Sehen wir gleich. So, die dürfen jetzt auf keinen Fall abgeschossen werden. Ich speichere zur Sicherheit. Weil ich habe jetzt. Ich habe zwar noch ein paar Notfallreserven. Weil ich hätte am besten alle mitgenommen. Aber nicht zu nah an dem Dings. Ne? Bleibt. So, ihr alle. One.
du Nazi. Einmal bitte darüber. Wo wollen die hin? Ich hoffe, die Terraner schießen auch die ab. Okay, die Terraner hängen tatsächlich bei denen darum. Aber die kämpfen nicht gegeneinander. Aus irgendeinem Grund. Wir werden angegriffen. Das gibt's jetzt nicht. Ort bestätigt. Kokorai. Chaos. So soll es sein. Ort bestätigt. Chaos. Ort bestätigt. Kokorai. So soll es sein. Ich hab kurz schon gesagt, hab nicht, dass das ein Ablenkungsmanöver war. Auslöschen. Zugreif. So, dann gucken wir mal, wo wir als nächstes anlanden. Ort bestätigt. Kokorai. Für Ressourcen. Chaos. Speicher mal wieder. Ich werde jetzt immer permanent irgendwie gespeichert. Ort bestätigt. Okay, hier ist ein. So soll es sein. Okay, ich guck mal, ob wir hier eine Schneise freischießen können. So soll es sein. Ort bestätigt. Chaos. Ort bestätigt. So soll es sein. Wir haben einen Flieger verloren. Chaos. Fokus bleibt. Da stimmt was nicht. In einem ist noch einer was drin. Thank you.
Kontakt. Auslöschen. Habe ich zwei verloren? Transporter. Wieder überall Luftverteidigung bauen. Aber hey, das gibt mehr Ressourcen, als ich an Luftverteidigung wieder ausgebe. Das ist das genau die richtige Menge an Leute. Okay, dann geht mal wieder hier alle rein. So, die sind vorbereitet. Wo fahren wir denn, fliegen wir denn als nächstes hin? Wir müssen ja hier runter, ne? Vielleicht wäre es sicherer, wenn wir den hier noch wegholen, bevor wir anlanden.
sein. Auch durch Irrt. So soll es sein. Auch durch Irrt. Die scheiß so Königin da. So, rüber mit euch. Oh shit. Ne, die holen wir lieber mit denen weg. Ist mir zu unsicher. Okay, die haben einen Transporter zerstört. Scheiße stark. Eure Krieger bekämpfen den Gönner. So, wir müssen jetzt Tassa da hier rüberbringen. Euer Wunsch ist mein Befehl. Oh, die haben sogar hier noch eine Basis. Moment, sollte ich den da nicht hinbringen? Und zwei Berserker. Ja, die habe ich jetzt natürlich nicht, ne? Also. Mein Leben für Ajur.
So, zwei Berserker kommen. Warum geht denn hier der Boden nicht weg? Naja, egal. Ich sehne den Kampf herbei. Für Adun. Gewonnen! So, aber das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!